Der Franke Jörg Lorenz lebt und liebt Oldtimer, besonders die sportlichen Exemplare. Bis heute einer der Leuchttürme der Sammlung, sein erster Ferrari. Von einem Daytona hat er schon als Student geträumt. Aber es dauert noch 20 Jahre, bis sich der Ingenieur diesen Traum erfüllen kann. Man muss wissen, das ist Baujahr 1970. Das Auto hatte damals schon 352 PS. Das war unglaublich, als man mit vielleicht 75, 80 PS ja schon zufrieden war. Und dann die Straßen, relativ schlechte, enge Straßen mit so einem Auto unterwegs. Muss unglaublich gewesen sein. Kann ich jetzt nur noch mir vorstellen. Leider habe ich das nicht erlebt. Es ist Enzo Ferrari, der gegen den Willen seiner Ingenieure den 365 mit Frontmotor bauen lässt. Denn bis heute steht eigentlich das Mittelmotorkonzept für höchste Dynamik in Fahrzeugen. Der Ferrari Daytona ist zu meiner Jugendzeit eben auch ein Traumwagen gewesen. Immer das Klischee Autoquartett. 280 km/h, 352 PS. Ich finde das Design sehr schön oder eigentlich für die 70er Jahre ziemlich genau bestimmend für so einen Sportwagen. Ja, wollte ich den halt haben. Das war damals der Sportwagen schlechthin. Der Daytona hat einen 4,4 Liter V12 Motor mit vier oben liegenden Nockenwellen. Das hat ihn bei der Einführung begehrt und teuer gemacht. Knapp 78.000 Mark waren in den 1970ern viel Geld. Doch Anfang der 80er schoss der Preis hoch auf 1 Million Mark. Heute investieren Sammler rund 300.000 Euro für ein gutes Exemplar. Für einen klassischen Ferrari fast schon ein Schnäppchen. Es wird sicherlich wahrgenommen, aber bei dem Ferrari Daytona fällt es eigentlich den Leuten nicht so auf. Er ist nicht rot, er ist schwarz. Er ist nicht so breit, wie man sich so ein Magnum Ferrari vielleicht vorstellt. Rot, Mittelmotor, er hat vorne diese lange Schnauze mit Frontmotor. Er wird von vielen Leuten, die jetzt kein Spezialist sind, die Autos von früher auch nicht mehr kennen, gar nicht so wahrgenommen. Es ist die Technik, die den Fahrzeugkonstrukteur fasziniert. Und die ist im Vergleich zwischen beispielsweise einem De Tomaso Pantera und dem Daytona vollkommen unterschiedlich. Einzig der Wartungsaufwand ist bei beiden sehr hoch. Ist schon eine andere Liga. Der Motor mit den 12 Zylindern, einfach eine sehr tolle Maschine. Der Pantera hat 8 Zylinder, der V8, der amerikanische, ist viel niedrigtouriger, er läuft einfach nicht so, der Klang ist nicht so rund wie dieser 12-Zylinder hier, V12, mit zwei oben liegenden Nockenwellen, hat wesentlich mehr Leistung, das ist was ganz anderes. Mit dem Daytona erfüllt sich Jörg einen Jugendtraum. In seinem Wert ist der Ferrari um fast 100.000 Euro gestiegen. Und jetzt seid ihr gefragt. Wir suchen genau euch, falls ihr auf der Suche nach dem verlorenen Garagengoldschatz seid. Egal ob vergessener Scheunenfund, verstaubte Garagenüberraschung oder in der Wildnis zurückgelassener Oldie. Wir begleiten euch bis zum Anfeuern des Motors. Meldet euch unter der eingeblendeten Adresse.